Guten Morgen! Es ist Freitagmorgen, Karfreitag. Das Osterwochenende steht vor der Tür. Und wir wollen zu Sarahs Eltern fahren. Ich bin echt gespannt, die haben so schöne Ostertraditionen. Die machen Eiertrudeln, alle stehen an einem Berg und müssen über eine Strecke ihr Ei unbeschadet nach unten bringen. Wir fahren heute Sarahs Onkel besuchen, der hatte vor kurzem einen Herzinfarkt. Und dem geht es Gott sei Dank wieder besser. In dem fahren wir auf der Kur besuchen. Also wir haben echt viel vor. Wir haben Plätzchen gebacken und in so kleinen Ostertüten versteckt. Haben die Kinder erst selber gebacken, dann hat Sarah... Guck dich, oh, ist das süß, oder? Für jeden aus der Familie. Ich habe gerade echt ein fettes Grinsen im Gesicht. Ja. Wenn man zu Sarahs Eltern fährt, ist auf dem Weg eine Garage. Und das ist die Garage von einem Jäger und einem Jäger. Jäger ist er. Und einem Jäger. Und seit Monaten sage ich zu Jens, geh mal dahin und frag ihn mal, ob der mir ein paar kleine Geweihe verkauft. Weil unser Schlüsselbrett, das möchte ich gerne ein bisschen weiter ausbauen, da haben mir 4 kleine Geweihe gefehlt. Und? Ta-ta-ta-ta. Wir haben nicht nur 4 kleine Geweihe bekommen, sondern haben jetzt auch einen Frischfleischlieferanten für Reh. Freue ich mich voll. Kann ich basteln. Das wird super. Das kommt auf ein Brett. Das Brett lackiere ich schön pink. Und die Dinger hier, die Köpfe mache ich so goldfarben. Sprühe ich an und dann haben wir einen schönen Schlüsselhalter. Wir diskutieren gerade alle drüber, dass das hier hinten, was hier hinter uns ist, steht alles leer. Wurde früher mal betrieben als Kurort und jetzt ist alles leer. Also dieses Badehaus, da das Café, da vorne steht eine riesengroße Schwimmhalle. Zauberwasser. Das ist ein Bierhahn. Bierhahn? I! Hallo. Es ist Samstag, guten Morgen. Was machst du jetzt wieder? Eier färben. Genau, Ostereier färben und zwar Opas gute Bio-Ostereier. Eigentlich wollte ich mit Mathilda ja richtig wandern gehen, aber Mathilda hat es vorgezogen, ins Spieleland zu gehen. Deswegen machen wir jetzt nur eine kleine Wanderung, ein Wanderungchen. Glaube ich aber auch besser, weil das Wetter ist nicht so wirklich toll, ne? Das ist ziemlich windig und es nieselt auch ein bisschen. Es ist auch frisch. Voll schön hier. Hier vorne ist der Teich, da. Über uns fegt der Wind durch die Bäume. Es ist so windig. Und gleich gehen wir zu Sarahs Tante, aber zuerst backen wir eine Quiche. Für morgen, für den Osterbrunch. Ganz
war so toll, dass der für Sarahs Mama einen schönen Kräutergarten gemacht hat. Wenn wir uns jetzt erstmal für die Quiche dran bedienen gehen. Das hat er wirklich schön gemacht, oder? Rosmarin und Oregano. Quiche ist sowas wie ein Kuchen mit Eiern. Reicht schon, oder? Der Quiche-Teig, der ist immer so trocken, dass man den dann nicht richtig reinkriegt, wie die das im Rezept immer so schön zeigen. Wir haben aber jetzt, wir haben den Teig drin und jetzt kommt unsere Füllung rein mit Spinat, Zucchini und Tomaten. Dann machen wir noch ein bisschen Schafskäse drunter. Und dann kommt unsere Soße, die wir gemacht haben, oben rauf, Tomaten oben rauf, Raspelkäse oben rauf, ab in den Ofen, das wird richtig gut. Tomaten ist rein. Und jetzt noch. Ich glaube, dass das sehr lecker morgen wird.